Hallo! In meinem letzten Video ging es ja um meine Lieblingshaarpflegeprodukte. Und ich habe mir gedacht, ich drehe jetzt auch gleich noch ein Video zu meinen Lieblingshaarstylingprodukten. Ist eigentlich auch was Wichtiges, weil welches Mädel stylt ihre Haare nicht gerne irgendwie. Und ja, beginnen wir am besten gleich einmal mit den Haarsprays, die ich gerne mag. Und zwar haben wir hier einmal den Spray von Performance, Wella. Also von Wella und der heißt Performance, so. Und das ist ein Spray, das ist eigentlich für den Alltag sehr gut, weil er ist nicht so leicht, das heißt, er haltet gut und er ist auch nicht so stark, dass er verklebt. Also für so All-Day-Stylings ist er voll super, weil er einfach dieses Mittelmäßige hat. Es haltet gut, biegt aber nicht und haltet auch nicht gar nicht. Dann haben wir den Haarspray, der ist jetzt mehr für diese extremen Looks, Hochsteckfrisuren, wenn es eben wirklich Bombe halten soll, wenn man wirklich irgendeine Frisur hat, die wirklich Bombe halten soll, oder weiß man geht jetzt raus in Sturm und Wind und es darf nichts kaputt gehen, weiß ich nicht, irgendein schöner Anlass, Locken, die man sich gemacht hat, ist es dieser Haarspray, der ist wirklich sehr, sehr, sehr stark, ist von Schwarzkopf, heißt Silhouette, und dieser Spray ist wirklich Bombe, also der ist wirklich so stark, der haltet alles super toll damit, muss man halt aufpassen, weil der verklebt dann schon, also wenn man jetzt so drauf gibt, und dann durchfrisieren will, wird schwierig. Ja? Also der ist wirklich mehr so für Hochsteckfrisuren oder so, was wirklich Bombe halten muss. Und da ist der wirklich, auf den ist Verlass. Dann kommen wir zu etwas, was ich natürlich heiß liebe. Runtergefallen. Und zwar sind das Glitzersprays. Die kaufe ich mir immer bei Claire's. Und da habe ich einmal in Bunt. Das ist so spiegelverkehrt. Das ist der. Und einmal in Silber ist der. Und ab und zu habe ich einfach so Tage, da brauche ich Glitzer auf meine Haare. Und da liebe ich einfach Glitzersprays. Pizza. Dann kommen wir zu einem Glättungsspray, also den braucht man ja, dass man beim Glätten die Haare nicht so kaputt macht, dass die Haare eben vor der Hitze geschützt werden. Das verwenden wahrscheinlich eh die meisten von euch sowas. Und da habe ich einen von Petrich, das ist der super glatte Haare Glättungsspray. Und ich hatte auch einen von Wella, der war auch sehr, sehr gut, aber jetzt habe ich mir gedacht, ich probiere mal was anderes aus. Und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Also erstens mal lassen sich die Haare damit viel leichter glätten. Und zweitens habe ich den Eindruck, dass er wirklich auch schützt, weil sie fühlen sich jetzt nicht mehr so kaputt nach dem Glätten. Und ja, kommt man auch lange damit aus, habe ich jetzt schon ein paar Wochen daheim und es fehlt, ich weiß nicht, ob ihr das seht, so viel. Also sehr ergiebig auch und ja, I like. Dann haben wir einen Glanzspray, also ich weiß nicht, ich liebe es, wenn meine Haare schön glänzen, ja. Und da gibt es diesen Glanzspray, Hollywood Starshine von Petrich heißt der und der ist Bombe. Also wenn man den drauf gibt, die Haare, die glänzen wirklich in Hochformat, ja. Ist für den Alltag vielleicht sogar schon ein bisschen viel, wie schön sie da dann glänzen. So richtig Barbie-mäßig, es glänzt wirklich extrem. Also zum Ausgehen oder für schönere Anlässe, wo es wirklich glänzen soll, ist der spitze. Man braucht wenig davon und es glänzt auf Hochtouren, ja. Also ist wirklich super. Und dann haben wir noch einen Glanzspray von Blonde Me, heißt Shine Magnifying Spray. Und da ist so viel Licht, so schaut er aus. Und der ist eben für einen leichten Glanz, also für einen natürlichen Glanz, den man auch im Alltag durchaus tragen kann. Und da glänzen die Haare auch sehr schön davon, ja. Also ich wechsle es immer ab. Ist mir nach wirklich mal so extravagant viel Glanz, nehme ich den. Und so nach natürlich eher nehme ich den. Also die machen beide einen sehr, sehr schönen Glanz in die Haare. Der riecht voll super. Und bei dem habe ich auch schon viele Komplimente bekommen, dass er so gut riecht. Der riecht halt voll natürlich, der riecht so nach Zitronen, Limonen und so. Also mal was anderes. Und der riecht einfach voll lecker, mehr so irgendwie vanillig. Also er riecht jedenfalls voll lecker. So, und dann haben wir noch ein Styling-Produkt, das zu meinen Lieblingen momentan gehört. Habe ich jetzt relativ neu. Ist auch jetzt erst relativ neu rausgekommen. Und zwar ist das Style Shifters von Oasis. Schöne pinke Verpackung. Und zwar ist das für eine leichte Kontrolle im mittellangen bis langen Haar. Das heißt, wenn man jetzt einfach mal will, dass sie halt zum Beispiel jetzt da oben ein bisschen flacher sind oder so, oder einfach ein bisschen Struktur haben, dann nimmt man den. Also es ist jetzt nicht so ein richtiger Haarspray, der richtig fest ist, sondern wirklich so für ein leichtes Styling, ja, was man auch wieder ummodellieren kann. Und ich mag den so gerne, weil ich ihn vorm Glätten reingebe nach dem Hitzeschutz, weil einfach die geglätteten Haare danach viel besser halten und es geht auch einfach viel besser zum Glätten damit. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn und Zweck dieses Produkts ist, aber für mich ist es das, weil ich bin wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden damit.
habe es auch vorher wieder vom Glätten verwendet, ging gleich viel besser, haltet, wie ihr seht, jetzt auch ganz gut. Ja, normalerweise springen meine Haare wieder gleich so auf, es ist eine Katastrophe mit diesen Naturlocken. Und der ist wirklich super, dieser Style Shifter Spray. Ist einfach wirklich für leichte Stylings. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt auch Locken macht und ich will, dass sie so richtig verkleben vom Spray, einfach das drauf geben, ein bisschen kneten noch und das ist dann super. Tada! Gibt es auch für kurze Haare in stärker oder für so mittellange Haare speziell auch ein bisschen stärker. Aber ich wollte eben diesen ganz leichten, dass er nicht verklebt oder sonst was, sondern einfach nur für so ein leichtes Styling. Gut, das waren eigentlich meine momentanen Lieblings-Haarstyling-Produkte. Sind auch so wie die Haarpflege-Produkte, die ich euch gezeigt habe, im Friseurbedarfgeschäft oder beim Friseur erhältlich. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen damit, euch das ein oder andere Produkt näher bringen. Und jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was eure Lieblings-Styling-Produkte sind. Vielleicht wollt ihr ein Video dazu machen, würde mich interessieren oder drunter posten, was ihr so verwendet. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ach ja, vielleicht wollt ihr mir noch sagen, was ihr so in den nächsten Videos sehen wollt. Bis bald, tschüss!